Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute vergleichen wir zwei Balkan-Songs. Zum einen haben wir Fatima Imeri featuring Cemi mit dem Lied Amore und dann Svia und Theodora mit Knockout. Genau. Also ich finde das wirklich Knockout. Bewundernswert, wie du die ganzen Namen aussprichst. Knockout. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Knockout. So. Ja, wir hören mit ja deine Musikvideo wahrscheinlich. Zu Theodora haben wir schon mal ein Reaction gemacht. Ja, genau. Linia, das war ein nicer Song. Jetzt bin ich gespannt, weil Fatima Imeri wurde mir von einem Zuschauer empfohlen. Und das andere Lied ist neu rausgekommen und wurde mir auch von einem Zuschauer empfohlen. Ja. Deswegen machen wir das jetzt. Ja, fangen wir an mit gespannt. Amore. Genau, Amore. Das ist Halbmond. Ui, mashallah. Oh, sehr gute Stimme. Ist mit den Rosen im Hintergrund ist auch sehr schön. Blau, schöne Augen, ey. Pink, ja. Der Hintergrund, ja, sehr schön. Oh, sie hat eine krasse Stimme. Boah, das ist ein richtig geiler Einstieg, finde ich. Das ist ein guter Einstieg. Ich finde die Ohren ein bisschen zu klein. Ja, ihr Outfit ist auch sehr geil. Feuer. Sie brennt selber so, weißt du? Feuer heiß ist das Outfit. Ich finde sein Pulli auch geil von ihm. Schickes Ja, da soll er direkt mitmachen. Hey, 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 hey. Ich finde seinen Pulli richtig geil, Nappa. Die haben da auch, glaube ich, nur zwei verschiedene Szenen oder waren es drei? Ja. Ne, es waren drei, genau. Am Anfang war ja auch noch eine Szene. Ich weiß, ich kann mich nicht anfreuen mit ihrem Feuer. Komisch aus irgendwie. Ja, findest du? Aber das andere Kleid war viel schöner. Ja. Das hier gefällt mir mehr. Ja. Da sieht sie mehr so sportlich aus, mehr so gefährlicher, so weißt du, bei dem anderen so elegant, so. Aber ich finde beide Outfits schön. Und von dem Typen auch. Das ist wie, die Musik will ich auch sagen, ja, sommermäßig. Mi amore. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Sieht auch nice aus, wie die da so stehen. Ja. Cool jetzt. Und da waren nicht so, ich muss ehrlich sein, da waren eigentlich keine krasse Szenen dabei. Aber halt gesanglich. Ja, hat die gesanglich Frau und Sängerin voll am Anfang voll. Boah, das war stark. Also gesanglich war es sehr gut. Jetzt das nächste, Svia Theodora. Oh, das ist schon mal geil, die Kulisse. Das ist voll catchy. Ihr Outfit passt zu dieser Umgebung. Ja. Nein, was du nicht sagst. Ich finde auch das, den Filter da richtig geil, das zerrissene. Ja, ne? Das ist geil. Es passen auch farblich zueinander zusammen. Und das davor haben die eigentlich nicht so krass zusammen passt farblich. Aber hier passen die. Das ändert sogar. Eins, ja. Ja, krass. Das ist wirklich geil. Also schöne Effekte. Ja. Also selbst dieses Video fängt mich mehr ein. Oh, die hat noch Boxhandschuhe. Hm.
Einfach diese Arbeit. Oh, das sieht cool aus. Okay, das Musikvideo ist schon mal geil gemacht. Wirklich. Das ist echt gut gemacht. Weil diese orangene Brille, die steht hier vorne. Oh, das kann aber. Es ist nicht einfach so was hinzubekommen. Ich würde mal sagen, das sind ein paar. Nee. Würde ich nicht sagen. Klar. Guck, so machen das Paare. Sie schneiden sich Popcorn aus der Hand. Das war ein Riesenkaugummi, aber auch, ja. Ich muss sagen, vom Gesamtpaket her finde ich jetzt halt dieses Team besser. Das habe ich oft gemacht. In meinem Einkaufswagen hat mich ein Kollege mal von hinten angeschaut. Ja. Und ich muss sagen, im ersten Teil fand ich es stimmlich besser. Mhm. Aber im zweiten Teil war halt das war alles einstimmig. Das Video plus der Gesang. Oh. Amore. Amore. Genau, finde ich ja. Also. Bei Amore fand ich das Musikvideo irgendwie langweilig. So. Es hat mich nicht so eingefangen wie ja. Knockout. Okay. Deswegen, und ich sehe ja das Gesamtpaket, deswegen ist Knockout für mich die bessere Wahl. Ich muss sagen, Knockout fand ich auch besser. Ja. Beides waren schön, vor allem jetzt beim ersten Lied, muss ich sagen, der Anfang hat mich ja. so... Die Stimme war richtig ja, krass. Ja, war richtig krass. Aber ich fand es vom Gesangpaket her, fand ich Knockout gut, viel besser. Mhm. Ja, das Beste kommt zum Schluss, würde ich mal sagen. Ja, also ich fand es genau wie ihr. Also ich ja, klar. Ja. Ja. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Naja. Also ich kann mich euch nur anschließen. Ich fand, also gesanglich war Amore auch sehr gut. Nur Knockout hat mich das Video viel mehr überzeugt. Ja. Aber mit gesanglich meine ich auch nur die Frau. Also ja, obwohl da passt der Mann eigentlich auch dazu, fand ich so. Also die können beide gut singen. Ja, klar, aber. Bei wem meinst du es? War eher bei Amore. Okay. Ja. Und ich glaube, bei Knockout waren eher beide viel, wie soll ich das sagen? Harmonischer. So melodischer, sogar. Harmonischer, ja. Okay. Klar, das sowieso. Ja, ja gut. Schreibt gerne in den Kommentaren, welches Lied euch mehr gefallen hat: Amore oder Knockout. Genau. Und genau. Eins von den beiden. Falls ihr mehr Vorschläge habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Und vergisst nicht zu liken, abonnieren. Genau. Und kommentieren natürlich. Und besucht auch unsere Seiten, die Kasim unten einblenden wird, wenn er es richtig schreibt. Natürlich, schreibt es richtig. Hoffen wir mal! Oh, guck, da ist schon Olaf. Sagt Hallo zu Olaf, unser Maskottchen. Das ist Olaf. Ja, das Olaf. Story. Und das ist auch ja. Olaf. Nein. Also das ist Olaf, unser Maskottchen. Lauf, sechs lange könnt. Lauf. Okay. Lauf, Olaf, lauf. Okay, das war's dann mit dem Video, würde ich sagen. Und bis zum nächsten Mal.